Hallo ihr Lieben, ich war am Wochenende zusammen mit meinen Kindern bei Christian Bischoff. Wir waren auf der Kunst, ein Ding zu machen. Das hatten die vor 2 Jahren schon geschenkt bekommen und jetzt ging es endlich, weil ja jetzt wieder alles freigegeben ist. Es war ein richtig schönes Wochenende, ganz inspirierend, eine richtig coole Energie im Raum. Das muss man sagen, das war schon fast eher wie so ein Volksfest. Richtig cool gemacht. Ein paar ganz coole Sachen auch, über die ich noch hinterher nachgedacht habe. Die meisten Sachen kannte ich, die meisten Ansätze kenne ich. Einige vertrete ich davon, einige eher weniger oder ein bisschen in abgewandelter Form. Aber so ist das ja immer, wenn man zu irgendwelchen anderen Trainern geht und einfach mal schaut, ja, was haben die zu sagen, wie sehen die Welt und wie erklären die dir die Welt. Ich finde das immer super inspirierend und nimm einige Sachen mit, einige Sachen nicht mit. Fühle mich dann bestärkt in einigen Sachen. Anderes denke ich, wäre vielleicht auch mal ein Ansatz, über den ich nachdenken könnte. Aber alles in allem richtig schönes Wochenende. Und ja, die Energie da war halt wunderschön. Also in einer Halle zu sein mit 1000 Leuten, die jubeln und tosen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Auch die Meditation, die er gemacht hat, waren richtig toll. Und schon was Besonderes, wenn da eine Meditation gemacht wird, wo echt 1000 Leute im Raum sind. Weil wir wissen ja, dass meditative Zustände, Trancen sind ansteckend und das kann man echt merken in so einer großen Versammlung. Richtig coole Sache. Ja, jetzt bin ich gerade an der Nordsee. Kontrastprogramm, Stille, Wind, Wellen, Natur. Und auch da spüre ich wieder dieses kraftvolle, diese krasse Energie. Also gerade am Wasser, diese riesen Wellen, dieses Wilde. Und Christian Bischoff hat ganz viel davon gesprochen, in der Freude zu sein. Und darüber habe ich auch ganz viel nachgedacht. Wann bin ich eigentlich so richtig in der Freude? Und habe mich jetzt erwischt, wie ich da spazieren gegangen bin am Strand mit meiner jüngsten Tochter und so ein 2-stündiges Dauergrinsen so im Gesicht hatte und aufs Meer geschaut habe, das Wasser über die Füße und Beine habe spritzen lassen. Ja, da ist Freude. Also das ist wirklich so, wow, das ist so geil, finde ich. Und ja, ich glaube, wir brauchen diese Kraftorte, gerade auch in der Natur, wo wir echt diese Energie spüren können, wo wir uns wieder aufladen können und wo man wirklich oder wo ich wirklich mit so einem Dauergrinsen bin. Richtig, richtig cool. So, aber so eine Halle mit ganz vielen inspirierten Leuten ist auch richtig, richtig cool. Das hat auch eine wahnsinns ansteckende Wirkung. Also ich kann allen nur empfehlen, geht zu Seminaren, geht auf Konzerte, trefft euch mit Menschen, umarmt Menschen. Christian Bischoff hat das auch so gemacht, da war ja eine ganz lange Schlange, klar, bei 1000 Leuten. Jeder Einzelne wurde 1 bis 3 Mal umarmt und Hallo zugesagt. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne, ja, Geste, Erfahrung. Und die diese Umarmung gemacht haben, die waren wirklich solche Herzensmenschen, denen das richtig Spaß gemacht hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Also, dass diese Nähe da war und dass einfach gezeigt wurde, hier wird man gesehen als Mensch. Das fand ich sehr schön. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade nach diesen 2 Jahren, wo die meisten Menschen sich sehr zurückgenommen haben in den Kontakten, jetzt wieder rauszugehen, Menschen zu treffen, auch wenn du es nur in kleineren Maßstäben machst, mit deiner Familie im Sportverein dich zum Kaffee triffst und einfach so langsam wieder den Kontakt aufnimmst, die Nähe, die Berührung, das alles wieder in deinen Alltag integrierst. Ich glaube, das ist so, so wichtig, gerade jetzt, um sich wieder zu stärken und um zu sehen, ja okay, ich bin noch Mensch. Menschen leben von diesen Berührungen. Unsere Seele muss berührt werden, unser Körper muss berührt werden. Wir brauchen die Berührung, um gesund zu bleiben. Darum wünsche ich dir sehr, dass du die Chance jetzt nutzt und dich anmeldest. Wirklich, geh zu solchen Seminaren wie bei Christian Bischoff oder andere große Seminarleiter, die solche Hallen voll machen. Oder melde dich zu einem kleineren Seminar an, wo diese Verbundenheit ganz, ganz groß geschrieben wird. Es gibt auch so Heilretreats oder ja, solche schamanischen Retreats mit Zeremonien und sowas kann ich auch wirklich empfehlen. Aber geh raus, triff dich mit Menschen, öffne dein Herz und verbinde dich. Es ist super, super wichtig. Und auch in die Natur. Geh in die Natur, spür die Sonne auf der Haut, hör die Vögel, die Geräusche.
Geh ins Wasser, spür die Kraft des Wassers. Nutze diese ganzen Energiespender. Ganz viele von uns haben einen Unterschuss an Energie durch diese letzten Jahre gekriegt und können das krass merken. Darum geh dahin, wo die Energie ist. Und das ist in der Verbindung mit anderen Menschen und draußen in der Natur. Und wenn du diese beiden Dinge noch koppeln kannst, dann ist das einfach mega magic. So, ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer. Nutze die Tage, Stunden und Wochen für dich. Schmeiß das Smartphone in die Ecke. Finde echte Menschen und komm in die Berührung. Lass dich berühren, lass dich inspirieren und komm aus dem Quark.